Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von M-World. Weiter geht die Reise mit unserer Kolonie auf diesem Planeten. Und ich hoffe, dass es heute ein bisschen mehr To-Dos gibt. Ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr, dass es ein bisschen mehr vorangeht. Kocht er da gerade? Warum kochst du? Also, nee. Also, ja, aber nee. Warum lernst du dabei nichts? Okay, viele Fragen. Da ist jemand abgestürzt. Bist du ein... Was bist denn du? Du scheinst aber ein Netter zu sein. Du scheinst ein Netter zu sein. Moment, dann können wir das doch mal machen. Medizinischer Notfall. Ihn tun wir retten. Und wir bauen ein neues Bettchen. Oder anders. Wir zwingen die jetzt mal dazu, hier das blöde Ding hier zu Ende zu bauen. So aufstehen. Gehen mal kacken. Danach gehst du bitte was fressen. Und dann darfst du hier... Wir gehen danach noch was spielen. Und dann geht es los. Ah, er hat sich auch direkt angeschlossen. Super. Was kann er? Ich weiß gar nicht, was er kann. Pyromane, pass mal auf. Nee, doch nicht. Stubenhocker. Das ist gut. Bergwerk, Kochen, Tiere, Handwerk. Das ist genau mein Fall. So, den müssen wir einmal einstellen. Tiere kochen, jagen. Bergwerk. Schmiede. Ja, der kann ja richtig viel, der Junge. Finde ich gut. Kunst könnte er auch. Transport ist mir nicht so wichtig. So, das Kind machen wir eben auch überarbeiten. Das. Kinderpfleger. Ist wichtig. So, kochen. Du kochst nicht, mein Freund. Du bist grottenschlecht als Koch und kannst, wirst es auch niemals können. Du kannst halt irgendwie gerade gar nichts. Deswegen bist du eher so Richtung Tragen und Reinigen beschäftigt. Ja, armes Kind. So, warte mal. Noro. Wo ist Noro? Da ist Noro. Nee, doch. Noro war es. Entspannt sich sozial. Ja, ist okay. Du kannst dich nur sozial entspannen. Aber danach geht er zum Arbeiten, mein Freund. Danach geht er auf jeden Fall zum Arbeiten, ob du willst oder nicht. Wir brauchen hier ein bisschen Platz. Und zwar wirklich. Das kann übrigens gelöscht werden. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Achso, Moment, wir müssen in diese Richtung. Entschuldigung, wir sind in die falsche Richtung unterwegs gewesen. So. Wir wollen natürlich zum Bett, ne? Dass er da drin pennen kann. Wir wollen natürlich zum Bett. Okay. So. Okay, das läuft gut. Muss ich sagen, das läuft gut. So, das. Dann. Wie kein, ach so. Nein. Stopp, mein Freund. Du bleibst hier. So, Ernte, nee, kannst du auch sein lassen. Also wenn, kannst du dich heute hier austoben. Heute ist deine Baustelle hier. Auch wenn das vielleicht nicht dein Traum war heute. Aber heute musst du leider Bergwerk. So, das auch noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Bis du keinen Bock mehr hast. Oder wir fertig sind. Also wenn du die so ein bisschen zwingst, läuft das, ja. Und dann sogar sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden hier sogar fertig, oder? Moment. So. Oh. Ja, aber irgendjemand müsste jetzt natürlich dann bitte die Wände hier zusammenbauen. So.
Also irgendjemand müsste jetzt natürlich die Bände hier zusammenbauen. Opa, bist du hin? Ach, okay, wollte schon sagen. Okay, und das Bett muss jetzt zusammenbauen. So, dass das alles funktioniert. So, perfekt, weil, wo bist du denn? Nein, geh ins Bettchen, Mann. Geh in dein Bett und dann ist gut. Du hast jetzt eine eigene Bude. Sei glücklich. Kannst noch ein bisschen Sternenhimmel beobachten, aber danach ab ins Bett. Irgendwie fehlt mir da eine Anzeige. Und zwar so eine Entspannungsanzeige. Ist das, weil er noch Kind ist? Naja, gut. So, du verknüpfst mit dem Bett. Du verknüpfst es mit dem Bett. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Oder auch nicht so perfekt. Doch, eigentlich schon. Es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Übrigens, hier unten sind die Stühle und Tische auch schon fertig geworden. Also auch da ziehen wir ein ganzes Stückchen weiter. So ein bisschen. Nur so ein bisschen, ne? So ein kleines bisschen. Was macht er? Er baut da oben fleißig rum. Hier liegt überall Kacke rum. Wie sieht's denn eigentlich mit aus mit... Ja, okay. Sieht nicht so pralle aus. Wie sieht eigentlich die Lernkurve von dem jungen Mann aus? Stimmt, Lernkurve. Warte mal, Lernen unter Unterhaltung. Wo ist denn hier Lernen? Trainieren? Ist das das? Er trainiert für den Kampf, nein. Kinderpflege? Hä? Hatten wir da nicht irgendwas? Nee, das ist was anderes. Ich dachte eigentlich immer, das würde zum Training zugehören, aber das ist gar nicht so, ne? Warum ist die Kinderpflege jetzt hier so komisch geschrieben? Okay, egal. Ist das Hilfestellung? Oder waren die schon lernen und ich habe es noch gar nicht mitbekommen? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, dass wir das bis jetzt noch gar nicht mitbekommen haben, weil wir oben beschäftigt waren. Aber einer der wird es hier wohl sein. Ich suche gerade nochmal durch, aber also wenn würde ich es unter Training verfassen. Aber andererseits halt auch nicht. Das ist komisch. Das ist komisch. Naja. Shit happens. Okay, wir gucken mal kurz weiter, was hier abläuft. Ob da sich irgendjemand hinsetzt mit dem Jungen. Kann ich denn irgendjemanden da abberufen für? Nein. Also abberufen kann ich da keinen für. So, was macht er denn? Himmel beobachten, Boden, bla bla bla. Am Unterricht teilnehmen, genau das. Am Unterricht teilnehmen. Ist das Kind unterrichten? Okay, die haben alle die Eins damit, ne? Also von daher müsste das eigentlich funktionieren. Ah ja, okay. Schaut bei der Arbeit zu. Das müsste Soziales sein aktuell, genau. Dass das sozial ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, da hat jemand unsere Quest aktiviert. Also einen kriegen wir schon mal. Das ist gut. So, wir machen hier draußen mal ein normales Bett. Und wir sollten dann tatsächlich... Alter, hier liegt halt immer noch so viel Kram rum, ne? Das ist so schlimm. Wir sollten vielleicht dann tatsächlich das nächste Schlafzimmer bauen. Hallo? Das war falsch. So, noch einmal. Ja, ups. Nein. Und zwar muss das hier hin.
Stimmt das? Ja. Stimmt sogar. Stimmt sogar. Okay. Gerade wird hier unten tatsächlich unser kleiner Bunker gebaut. Das ist auch ganz gut. Kann es sein, dass der Mais nicht weggeschleppt wird, weil wir keinen Platz mehr haben? Das könnte tatsächlich wirklich stimmen, ne? Das könnte tatsächlich wirklich stimmen. Weil der Reis liegt nämlich auch jetzt hier blöd rum. Okay, das ist blöd. Das ist gerade sehr blöd. Na gut. Na gut. Okay. Das ist alles nicht so geil. Warum? Okay, er wird noch nicht, ich bin noch nicht angekommen. Anders? Ich frag hier gerade, also er ist jetzt beobachtet Himmel, das ist Lernlust, das ist gut. Ah, okay, der zweite ist jetzt auch akzeptiert worden, also in 5 Tagen und in 12 Tagen sind die Dinger da. Also das haben wir schon mal gut eingefädelt, das ist doch schon mal sehr gut. Die Schmiede ist ja auch abgeschlossen. Jetzt war die Frage, die ich mir gerade... Ah, okay, jetzt ist genau das, was... manche haben ja... Also hier ist ja immer was zu tun, tatsächlich. Also durchweg ist ja hier was zu tun. Aber manche Dinge werden immer sehr, sehr langsam erst angegangen. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, dass manchmal hier wirklich Sachen sehr, sehr, sehr spät angegangen werden. Wir sollten vielleicht die Prioritäten wirklich nochmal abändern. Wir sollten die Prioritäten vielleicht wirklich nochmal ein bisschen abändern. Und das andere, was mich gerade so ein bisschen wundert, kannst du dem lernen gehen? Warte mal. Wer geht denn mit ihm lernen? Gar keiner. Oh, okay. Noch besser. Geht gar keiner mit ihm lernen. Warum nicht? Warum geht keiner mit ihm lernen? Das ist nicht so geil. Tja. Kaputte Kleider. Jäger ohne Waffe. Okay, Jäger ohne Waffe könnten wir noch eben machen. So, wir stellen mal das Ding her. Dann sollten wir einen elektrischen Nähdingen aufbauen. Ey, wir können doch nicht mal nähen? Meine Liebe. Wir sind so arm. Wir sind so arm, wirklich. Elektrischer Herd. Kann ich den denn... Okay, den kann ich wenigstens ersetzen. Den elektrischen Dingsbums kann ich auch ersetzen. Wir haben aber keinen... Okay, hat sich schon erledigt. Können wir wieder abbrechen. Wir haben gar keine Baumaterialien mehr. Okay, warte mal. Haben wir hier irgendwo noch was? Da ist noch was. Haben wir noch irgendwo was? Hier? Okay, und dann dürfte ich sie alles haben, oder? Rein technisch gesehen möchte ich sie alle haben. Perfekt. Wir haben halt so viel Fressen, ne? Das ist so schlimm. Wir haben so viel Fressen. Ist Sonnen? Ja, Sonneneruption, alles gut. Da liegt Essen. Das Essen dürfen wir da nicht liegen lassen. Also das ist nicht gut. Genau. Nimm mal die Eier mit. Du holst den toten Schwan. Das ist auch gut. Sehr gut. Den können wir nämlich direkt mal wieder was Gutes zu essen basteln. Genau, fängt auch direkt an. Er fängt auch direkt an. Der gute Koch. Sehr geil. Schönes Essen, gutes Essen. Er tut immer die Laune so ein bisschen hoch. Das ist immer sehr schön. Aber
Nochmal, wir haben immer noch zu viele Jobs. Wir haben immer noch viel zu tun. Obwohl es langsam, muss ich sagen, besser wird. Also der Bunker wurde jetzt doch relativ schnell fertig. Hat eigentlich die Bauteile irgendjemand schon? Nee. Okay. Was macht er eigentlich gerade? Ah, okay. Die sind auch da dran. Sehr geil. Sehr geil. Deswegen können wir das mal hier alles abreißen auch, beziehungsweise... Okay, aber er gibt Gas, wenigstens einer hier. Und wir sollten langsam mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, oder? Das wäre vielleicht auch mal ein guter Tag. Oh, Händler. Moment. Sorry, ich glaube, du bist der beste Händler von uns. Du musst gleich wieder aufstehen, es tut mir leid. Aber... So selten wie hier ein Händler vorbeikommt, sollten wir auf jeden Fall handeln. So, hi. Kein Weg? Was denn für kein Weg? Wo bist denn du? Kein Weg? Junge, den haben sie ja komplett hier eingemurmelt. Auf geht's. Okay, warte mal. Kann hier irgendjemand anderes eben handeln? Nee. Ach, die sind halt alle so schlecht im Handeln, ne? Und der Beste, der hat sich hier selbst eingebaut, oder was? Junge, wie sehr doof seid ihr denn? So, So. Dann wäre das der nächste Step. Und das der nächste. Das der nächste. Hallo, geh das abbauen, Mann. Du willst doch hier raus. Wie kein Weg? Doch, du hast deinen Weg. Gib Ruhe. So, jetzt kommst du nämlich hier raus. Nee, und du gehst jetzt nicht Bubu machen, du gehst jetzt erstmal mit dem Handeln. So, mal gucken, ob du irgendwas haben möchtest von meinem Krömskrams. So ein paar Sachen nimmst du tatsächlich. Nicht viel, aber du nimmst ein paar Sachen. Aber du hast nichts, was ich gebrauchen könnte, aber gar nichts. Okay, dann hat sich die Sache schon erledigt. Ich habe gehofft, dass er noch ein bisschen Essen oder sowas mitnimmt. Aber nein, er will gar nichts. Ja, nichts. Schade. So, der Omni, der geht wieder bauen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Also das sieht sonst ganz gut aus. Die nächsten Omnis dürften auch bald da sein. 3 Tage und 10 Tage. Okay, das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben sie. Also von daher, das ist ja schon mal sehr gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, was heißt gut? Also natürlich ist es gut. Muss ja gut sein. Wir haben 2 neue billige Mitarbeiter, die für uns hier Sachen machen. Die hier sonst scheinbar keiner machen möchte. Die grüne Krähe darf hier nochmal eine Runde Sprit herstellen. Sonst haben wir nämlich hier ein kleines, großes Problem demnächst. Wie viel? Warte mal, da stiegen 3.500 Liter Abwasser und keiner macht was. Eieiei. 3.500 Liter Wasser und keiner... Bei keinem geht es voran. Die Handelskarawane zieht weiter. Das ist gut. Der Sultan hat Durst. Oder so ähnlich. Nicht nur so ähnlich, ne? Also als Kölner muss man das schon sagen, so. Ne, der Sultan hat Durst. Weiter geht die Reise. Aber egal. Das ist wieder was anderes. Karneval und so ist gerade nicht. Also wird hier auch heute nicht gesungen. Okay, die grüne Krähe geht jetzt wohl ins Bett. Das macht eigentlich mal unser Baby. Dem geht's eigentlich ganz gut. Und, okay, die grüne Krähe geht dort noch nicht ins Bett. Geht tatsächlich noch mal ein bisschen arbeiten. Finde ich gut. Wenigstens einer, der hier ein bisschen mehr macht. Somit kommen wir zum Ende dieser Folge.
Wir haben ein bisschen was geschaffen, ein bisschen nicht. Wir müssen langsam mal gucken, dass wir auch Kleidung herstellen können. Komplexe Kleidung da. Ich bin am überlegen, ob wir sogar vorziehen, dass wir denen einfach mal ein bisschen was ans Leib bekommen. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn Lust habt. Und wünsche euch da bis dahin alles Gute. Tschüss.